Wir sitzen hier in der Kirche St. Elisabeth im Stuttgarter Westen und bei mir ist Herr Hüsing. Sie sind in dieser Kirchengemeinde hier Kirchengemeinderat. Sie singen im Kirchenchor mit, sind vielfach engagiert. Herr Hüsing, was glauben Sie eigentlich? Was ich glaube, das sage ich in der jeden Messe, das ist das Glaubensbekenntnis. Ich glaube, das ist der Abriss von dem, was wichtig ist. Glauben, man muss unterscheiden, manche sagen, Glauben ist so eine Sache, die ich nicht weiß und die ich sage, ja, das könnte so sein. Mhm. Es ist für mich mehr, das ist einfach das Vertrauen, dass es so ist, weil ich es nicht beweisen kann. Und das ist für mich wichtig, dass es in die Richtung geht. Auch dieses Glaubensbekenntnis ist einfach, ich habe es nochmal wieder jetzt extra anlässlich des Interviews, muss ich ganz offen sagen, nochmal durchgeguckt, zu Fuß. Wir singen es ja öfters auch in Lateinisch. Jeder Punkt ist eigentlich, bringt das Wesentliche zustande und das Gesamte ist eigentlich das, was wir brauchen, was ich brauche. Für den Glauben, der Glauben. Der Glaube hat ja für mich bringt mir auch viel. Und wenn ich dem Glaubensbekenntnis gucke, dann ist es genau das, was mir wichtig ist. Also ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an die Vergebung der Sünden, wäre wichtig. Ich glaube an die Auferstehung und das gibt mir Halt für das Leben. Wo ist es in Ihrem, wo spielt es dann in Ihrem Alltag mit rein? Also Sie sagen, so wie Sie es schreiben, ist ja was sehr Persönliches. Ja. Also nicht nur, ich finde es gut, was da drin steht, sondern Sie sagen wirklich, das ist was mit Ihrem Leben persönlich auch zu tun hat. Also ist ganz praktisch, man steht im Berufsleben, man steht in Verantwortung, ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder, da hat man Verantwortung. Und gleichzeitig steht man auch im Wind, im Geschäft und muss sich dort bewähren. Und ein Halt ist da der Glaube. Der Halt ist der Glaube. Und wenn du irgendwo einkaufen gehst und dich freust über eine schöne Sache, die du gekauft hast, ist okay. Aber der Glaube, der ist so nachhaltig. Und das ist für mich so wichtig. Auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war mal schwer krank und der Glaube, oder ich bin auch wieder dann gläubiger geworden, sag ich mal. Es gibt so eine Phase, also bei mir war es eine Phase, wo man, erstmal wächst man auf in der Familie, aber nachher dann, vielleicht können Sie es nachvollziehen, ich weiß nicht, man studiert und dann sagt man, ach, die Bäume wachsen im Himmel, was brauche ich, muss ich darüber nachdenken. Und eine Zeit, weil man kriegt das alles selber auf die Reihe, aber irgendwann mal erkennt man, und das wächst immer mehr. Also ich glaube, der eben auch sagt, ich kann nicht alles selbst, ich muss nicht alles selbst können, sondern es ist noch jemand anderes da, der auch was dazu tut. Es ist sowas, was transzendent ist, also es ist was du hier nicht greifen kannst. Man steht das mitten im Leben, aber es ist auch ein bisschen die Ungewissheit in die Zukunft. Was ist die Zukunft? Und da hilft nur Vertrauen und Glauben. Berechnen kann man nichts. Und das ist was, was Ihnen auch so in der Krankheit dann auch so aufgegangen ist, was vorher keine so große Rolle gespielt hat für Sie und dann das schon so. Schon war es quasi schon latent da, aber da wurde mir das klar, das ist eigentlich wichtig, sehr wichtig. Das musst du auch pflegen. Und da habe ich mich auch mehr engagiert und habe gesagt, jetzt musst du auch was dafür tun. Denn man ist ja nicht nur alleine, sondern auch in der Gemeinschaft muss das tun. Obwohl mir das manchmal schwerfällt, aber geht das über das Nützliche mit Angenehmen nützlich verbinden. Zum Beispiel Kirchengemeinderat. Ich will mir mehr besser informieren, wie läuft das in der Kirche. Wie fallen die Entscheidungen? Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mitnehme, aber ich will auch was geben. Beim Kirchenchor ist es so, ich singe gerne oder ich mache gerne Musik. Bin aber Gemeinschaft zusammen. Wir singen christliche also Lieder und das ist eine super Kombination. Also da ist man nicht nur uneigennützig. Da gibt es nicht nur die Gemeinde, es gibt zum einen die Gemeinschaft mit denen man, der Leute, mit denen man im Kirchengemeinderat sitzt, mit denen man zusammen singt, aber dann ist ja dann auch mal dieses große ganze Kirche, was auch wahrscheinlich auch diesen doppelten Aspekt hat. Manchmal ist es eher schwierig, da drin zu sein, aber andererseits ist es auch eine große Hilfe. Ja, also die Kirche an sich ist, muss man sagen, man wird reingeboren in die Kirche. Muss ich einfach sagen, meine Frau ist evangelisch, ich bin katholisch, damit kommen wir zurecht. Wir haben ökumenisch geheiratet. Meine Kinder sind evangelisch, weil meine Frau mehr zu Hause ist als ich. Das haben wir uns vereinbart. Aber wichtig ist für mich die Kirche an sich, für mich ist die Kirche auch Heimat. Auch Heimat. Wir sind so oft umgezogen, jetzt in letzter Zeit nimmer.
Das ist auch ganz gut so, aber das ist wie Heimat, das nimmt man immer mit. Und das ist das Schöne bei der katholischen Kirche, das ist immer gleich. Sie können in französischen Kirche gehen, was ich, in italienische, sie finden sich gleich zurecht. Eine Heimat ist da, genau. Hängt nicht am Ort, sondern... Das heißt, der Ritus ist, das ist okay, aber im Ritus geht dann manchmal das Individuelle wieder verloren. Das heißt, der Dialog mit den Leuten, der findet in der Kirche ja nicht direkt statt, sondern muss man halt sich engagieren. Das ist das... Das ist die Ambivalenz, die man hat. Und es braucht beides. Es braucht beides, ja. Ja. Und also das so jetzt auf die Schnelle reflektiert. Wie ich Sie am Anfang gefragt habe, was Sie glauben, haben Sie das Glaubensbekenntnis genannt. Das ist ja jetzt sozusagen der Pol von der Gemeinschaft, von der Kirche her. Exakt. Was Sie sich nicht ausgedacht haben, sondern was von der Kirche her auf Sie zugekommen ist. Gibt es auch so ein ganz individuelles Glaubensbekenntnis von Herrn Hüsing? Drei Sätze, die ich Ihnen... Ich sag mal, das Glaubensbekenntnis nicht negativ werden, sondern positiv. Das ist für mich das PowerPoint, was ich an die Wand werfe und sage, das sind die wesentlichen Punkte. Passt. Ist okay. Was für mich wichtig ist, ist das Thema, das tägliche Leben damit. Mhm. Also wenn ich Kraft brauche, beim Joggen oder so, dann bete ich halt dreimal das Vaterunser, damit ich wieder vergesse, war die Hälfte, wo ich bei der Hälfte stehen geblieben war, dann fange ich wieder an, damit ich wieder reinkomme. Das ist so ein Part, wo ich einfach sowas für mich was suche und sage, jetzt versuche mal da Kraft zu holen. Mhm. Oder ein bisschen Dialog mit Gott. Aber es ist immer hochbetrachtet, das ist nicht so ganz einfach. Aber auch Reden bei uns zu Hause zu pflegen. Also mein jüngster Sohn, der ist, die anderen wollen halt immer, aber der ist 15, mit dem bete ich abends immer. Und mache auch das Kreuzzeichen. Und der macht das auch mit 15? Der macht das noch mit. Dann machen wir noch was. Oder wenn wir zu Tisch sitzen, dann beten wir auch. Mhm. Und solche Kleinigkeiten, sag ich mal. Gut, und sonst versuche ich mich zu beschäftigen, aber es bleibt in der Hektik. Das Ding ist meistens hängen. Einmal habe ich mir eine Woche mal so einen Aufenthalt in so einem Kloster, nicht in der Welt irgendwie Mönch zu werden, sondern einfach mal wirklich eine Woche lang nur Glauben zu haben oder zu leben, auch in der Gemeinschaft. Das war ganz gut. Mhm. Das hat mir mal so eine Stärkung gebracht für jetzt 2 Jahre her, für bis jetzt. Das war richtig gut. Dass eine Weile dann durchträgt. Ja, es trägt durch. Und dann kann sich auch wieder man kann sagen, ach, nur wenn das mal wirklich ist und du brauchst mal wieder sowas, dann machst du es. Meine Frau hat es mir damals geschenkt, als ich 50 war, hat sie gesagt, dann darfst du eine Woche mal so als symbolisch. Ja. Aber so haben Sie Ihre eigene gelebte Theologie auch gefunden, ja, ganz praktische. Meine verständliche für mich. Ja. Genau, wenn ich einen Pfarrer oder Sie dann sehe und Sie halten eine Predigt, wo zitiert er denn, was kennt er alles und die ganzen Briefe und was weiß ich, weiß ich doch nicht. Manchmal merkt man, okay, das wiederholt sich alle 3 Jahre dann, und ein paar Dinge, die kennt man ja sowieso, aber manche Dinge weiß man nicht und könnte man sagen, okay, mache ich noch ein Bibeldings damit, Bibelkreis, aber erst einmal, ich glaube, das, was ich mache, muss erst mal, mir geht nicht. Sie haben für sich jedenfalls die Basis gefunden, erstmal die für Sie. Weil das ist ständig, das hört ja nie auf. Ja. Denn wenn man nichts tut, ist wie im Sport, dann verrostet man, ist nicht gut. Muss das auch ein bisschen pflegen. Mhm. Vielen Dank, Herr Hüsing, für das Gespräch. Mhm.